Hi, mein Name ist Nicole Jehentgen. Ich bin Saxophonistin und Gründerin von SOFIA, Support of Female Improvising Artists. SOFIA bietet jungen Jazzmusikerinnen die Möglichkeit, ihre Karriere anzutreiben. Sie schulen sich im Selbstmanagement, sie lernen das Musikbusiness über mehrere Länder kennen, sie vernetzen sich untereinander und sie haben die Möglichkeit, auf verschiedenen Festivals international zu spielen. Ein junges europäisches Förderprojekt. 2014 hatten wir eine wunderbare Edition mit 7 charmanten jungen Jazzmusikerinnen, die in die Schweiz zusammenkamen, Workshops besuchten und dann auf die Reise gingen, haben Konzerte gespielt und das Businesswissen in einen Rucksack gepackt. Der folgende Film wird euch SOFIA 2014 näher bringen. Viel Spaß! I'm Stevie and I'm 18 and I'm living in Berlin and I play bass and I sing. Ich bin Katharina Groß. Ich bin ausgebildete Jazzbassistin von der Musikhochschule Mannheim und ich lebe als freiberufliche Bassistin. Ich heiße Imogen Gleichauf. Ich habe Jazz-Schlagzeug studiert und wohne jetzt in Frankfurt und lebe dort als freischaffende Musikerin. Je suis Sophie Baudon. Je suis pianiste. J'habite à Paris depuis quelques mois. J'ai fait l'ENM de Villeurbanne et depuis septembre, je suis à l'école Didier Lockwood à côté de Paris. Ich bin Karin Ospelt und ich studiere zurzeit in Bologna, mache also gerade ein Erasmus-Jahr. Normal bin ich in Basel und komme aus Liechtenstein. I'm Olga, I come from Geneva in Switzerland. I studied in Lausanne for 3 years in the jazz school. And now I'm in New York, so I study again at the new school. Je m'appelle Carla Gaudret, j'ai 26 ans, je vis à Toulouse en France. Je joue du saxophone soprano, j'ai passé des diplômes au conservatoire et une licence de musicologie, jazz. Et maintenant je suis professionnelle, je joue dans différents groupes sur Toulouse, enfin un petit peu partout. Then the accents that you are going to play together are going to be more together. You're going to be in the same groove. Mm-hmm.
wollte junge Frauen fördern im Jazzbereich. Und in den letzten Jahren kam halt dieses Selbstmanagement immer mehr zutage. Nebst der Musik wollte ich den jungen Frauen ein Sprungbrett bieten, in dem sie ihren Rucksack füllen können und dann ab raus in die weite Welt. C'était super, c'était très intensif, beaucoup de travail, mais de super rencontres. Et c'est des amis que je vais garder longtemps, j'espère pouvoir les garder longtemps avec moi. Et ouais, c'était génial de pouvoir rencontrer des musiciennes super comme ça. Et aussi rencontrer des professionnels de la musique qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mon métier, mon avenir. If it's an email which is written, dear sir, hello, bonjour, bam, if we don't know. Because we think, okay, it's for everybody. If it's dear Karin Zuber, you put the whole name at the beginning, you start to read. Businesswissen. Also ich meine, einiges war auch schon vorher da, aber die tatsächlichen Kontakte, wirklich mal jemanden wie Karin Zuber oder so zu treffen oder einfach mit den Labels so in Kontakt zu kommen, mit den Bookern in Kontakt zu kommen, ist toll. Das ist ein super Angebot. Die sind ja sonst immer nur unsichtbare Leute auf irgendwelchen Webseiten ohne Adresse. Ja, und da hat man Personen vor sich, das ist super. Wir hatten unglaublich viele Workshops und Kurse. Haben total viel gelernt über Business, was macht man wo, in welchen Netzwerken muss man drin sein, wie kommt man an Leute ran. Also ich hatte das in meinem ganzen Studium nicht so geballt und ich würde sagen, das, was ich jetzt in den 2 Wochen gelernt habe, habe ich in den 4 Jahren Studium nicht gelernt. There's so many good bands and there's so many good music that it's just not enough that you just do that you do great music and hoping that something is happening. It's really like you have to work on that. Nobody likes to feel comfortable exposed. In this business, you know, in this type of work, being on stage, you are exposed anyway, you know. So why not just let it all hang out, you know what I'm saying? Without warming up, you see that speed and the number of speed increases, number of error decreases. And you have an increment at about 20% by doing nothing. Wir haben hier 7 unterschiedliche Künstlerinnen, die alle irgendwo ihren eigenen Geschmack natürlich haben und auch einen anderen Background, was Musik anbelangt. Und das zusammen auf einer Bühne zu erleben, ist total spannend, weil in jedem Stück hast du andere Elemente drin. Und das hat auch das Projekt für die Zuschauer, egal wo wir gespielt haben, sehr interessant gemacht. Thank you.
meine erste Tour und es war einfach Hammer, also voll das intensive Erlebnis mit 7 wundervollen Frauen Musik zu machen und auf Tour zu gehen. Not allowed out in inland town. Two is more than actually, it was not very different from playing with men. It's more about the people, the individual, and the group, how the group works together. Also was ich am allererstaunlichsten fand, war eigentlich die Begegnung jetzt mit den Musikerinnen. Dass es so eine Intensität auf der Bühne in sehr kurzer Zeit auf die Art und Weise gibt mit Eigenkompositionen. Das ist nämlich gar nicht so einfach eigentlich, finde ich. Also, ja. There are less women in jazz, that is evident. And at first I was thinking, in which case we should be making it even, it should be supporting both, and it should just be 50% each. But then actually, working with just women is something I have never experienced before. And it's bizarre, men all the time get the experience of working with just men, and I've never been in a room playing music with just women, and it's a different experience. And I think that's really beneficial. Même si on a toutes des horizons, des univers différents, on a réussi à se trouver et à se compléter. Et c'était ouais, c'est beau, c'est bien.
das ging total gut, finde ich. Also wir hatten ja eigentlich von der ersten Probe einfach, weil alle total positiv waren und ich das Gefühl hatte, es war überhaupt nicht so ein, was man sonst manchmal kennt, so ein Hackorden oder man muss erst mal gucken, wer ist die coolste und die beste, sondern es war einfach sofort eine ganz tolle Atmosphäre. Und ich glaube, jetzt von Konzert zu Konzert wird es sicher immer noch fester, besser zusammen. Aber ich finde, wir haben uns in einer sehr kurzen Zeit gut eingespielt und haben einfach super zusammen gearbeitet. Es war einfach ganz klar, wir haben ein Ziel und alle steuern darauf hin und keiner macht irgendwelche, geht irgendwie eigene Wege, um sich irgendwie hervorzuheben oder so, sondern es war wirklich immer so dieses Gesamtding, was allen wichtig war. Und das war großartig. C'était très enrichissant, tant sur le plan musical que humain. J'ai beaucoup appris sur moi-même, finalement, et aussi sur mon rapport aux autres, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et de vivre aussi en communauté, comme ça, avec des super personnes, ça m'a ouverte, je pense, aux autres. Et voilà, et puis au niveau musical, c'est super parce qu'on a tous des univers quand même assez différents. Et je trouve que le mélange est très enrichissant. Je pense que j'en gardais un énorme souvenir, déjà comme je disais, amical. Forcément, on va rester en contact, je pense. On va essayer de jouer ensemble, que ce soit le groupe entier, Sophia entier, ou juste deux, trois d'entre nous. Je ne sais pas comment ça se fera. Mais c'est surtout ça. Ce qui m'a marqué le plus, c'est cette rencontre humaine, en fait, et tout ce qu'on a pu vivre ensemble. Ja, dass man ganz mutig sein muss. Und dass es auch Spaß machen kann, dass man offen ist und auf die Leute zugeht und sich wirklich was getraut. Das ist total so, dass man einfach, dass man auch frech sein muss manchmal. Und dass man viel auf die Beine stellen kann, wenn man will. Und dass, ja, dass man einfach dranbleibt, dass es immer wieder auch tolle Menschen gibt, denen man begegnet und dass man daraus irgendwie so eine Kraft und Power nimmt. Aber vor allem einfach, dass man macht. Also living in Berlin and working on my own and feeling slightly isolated, and it feels like Sophia was a utopia on the other side. It feels like my work in Berlin was a lead up to this, and the contacts I've made indispensable, and yeah, a huge impact.